Heute zeige ich euch in einer kurzen und knappen Bildbeschreibung, wie ich die Nikolaikirche in Potsdam aus meinem Fenster jeden Tag gesehen habe. Irgendwann habe ich sie dann fotografiert und habe dieses Mal zu Papier gebracht, weil ich das finde, ist ein wunderschönes Motiv. Ihr könnt das Foto gerne als Vorlage benutzen und versuchen, es nachzumalen. Ich benutze hier einen Aquarellblock der Firma Hahnemühle. Der Block ist 30 x 40 cm groß, hat also ein relativ großes Format und ist säurebeständig und hat eine Grammzahl von 300 mg pro Quadratmeter. Der Block ist rundherum verleimt, sodass ich das Papier einzeln auch gar nicht mehr aufziehen muss und eigentlich sofort beginnen kann. Ich fange an, mit einem Bleistift mit lockeren Strichen mir eine Skizze zu malen, um dahingehend auch einen Anhaltspunkt zu haben. Zuerst feuchte ich mir das Papier an, und zwar nur in dem Bereich, wo ich den Himmel malen möchte. Das heißt, die Kuppel und die Kirche spare ich aus. Für den Himmel benutze ich Ultramarinblau und mische mir das mit viel Wasser in meinem Farbkasten an und fange an, das Wasser auch nach unten hin verlaufen zu lassen, damit der blaue Himmel von oben nach unten hin heller wird. Dann nehme ich ein Baumwolltuch und ziehe die Farbe wieder etwas heraus, um eine Wolkenstruktur zu bekommen. Ich finde, das lockert den Hintergrund immer sehr schön auf und belebt das ganze Bild. Nachdem der Himmel getrocknet ist, fange ich an, mit klarem Wasser die Kirche vollständig nass zu machen. Das heißt also, die Kuppel und den kompletten Baukörper und auch den Vordergrund werden jetzt ordentlich angefeuchtet. Dann nehme ich mir lichten Ocker und Zitronengelb für den kompletten Baukörper, mische das gut in meinem Farbkasten zusammen und trage dort auch mit viel Wasser die Farbe auf dem Baukörper auf, aber nicht ganz flächig, sondern wirklich immer bloß vereinzelt. Für die Kuppel nehme ich Chromoxidgrün und nehme auch hier sehr viel Wasser wieder. Wie man sieht, ist es hier etwas in den Baukörper reingelaufen und verwischt. Das kann man aber gut wieder mit einem Tuch aufnehmen. Anschließend lasse ich alles wieder gut trocknen. Ich benutze auch keinen Föhn, weil ich finde, durch das Föhnen, das kann man vielleicht im Notfall mal machen, wenn man es eilig hat, aber grundsätzlich finde ich, fängt das Papier an, schneller sich zu wellen, auch bei diesen dicken Bögen. So lasse ich es vor sich hin trocknen und warte ganz in Ruhe ab. Hier sieht man noch in dem Bild, wie die Bleistiftstriche zum Vorschein kommen, die mir jetzt weitere Anhaltspunkte geben, um das Werk weiterzuführen. Mit Captomortum, das ist ein recht rostroter Ton, setze ich dann in dem linken Bereich die Schatten von den Fenstern und auch von dem Sims, der sich um die Kirche herum befindet, setze ich Akzente und lasse auch im unteren Teil ein paar Farbtupfer in die Büsche und Bäume, die sich so im Vordergrund befinden, verlaufen, sodass man hier ein Farbspiel hat, was sich wieder ergänzt und mit der Kirche dann harmoniert. Mit einem dünnen Spitzenpinsel setze ich nochmal im Vordergrund die detaillierten Akzente. Dabei werde ich etwas mehr Farbe aufnehmen und ein paar Sprenkel auch in die vorderen nassen Farben und Wasserverläufe geben, sodass ich immer noch mal wieder die Farbe hier aufnehmen kann. Um etwas Kontrast an die Kirche und den Himmel zu bringen, werde ich noch mal mit verschiedenen Blautönen arbeiten. Auf der linken Seite nehme ich französisches Ultramarin und setze dort einige Akzente, sodass die Kirche sich etwas heraushebt. Und auf der rechten Seite arbeite ich mit Indigoblau, aber nicht allzu viel, weil es doch ein sehr, sehr dunkles Blau ist. Für die Konturen und für die Schatten an den Fenstern nehme ich nun Van Dyck Braun und einen dünnen Pinsel und werde direkt nur spontan, nicht Striche durchziehen, aber nur andeuten, sodass man hier doch einen gewissen genauen Eindruck bekommt und das Ganze nicht zu sehr verschwommen aussieht. Bei diesem Bild ist jetzt hier die Fotografie nicht mehr ganz stimmig, aber ihr habt in den vorherigen Fotos gesehen, mit welchen Farben ich gearbeitet habe. Hier setze ich dann letztendlich nur nochmal die Bäume in Grün-Oliv und Windsorgrün im Vordergrund etwas stärker ein und habe dadurch auch einen schönen Verlauf zum Gebäude, sodass nicht harte Konturen entstanden sind.
Ein kleiner Tipp zur Tonwertüberprüfung ist der, das mache ich zwischendurch auch immer mal wieder, dass ich ein Foto mache und dann das als Schwarz-Weiß-Foto mir ansehe. So kann man eigentlich die Tonwerte ziemlich gut erkennen, beziehungsweise dann anschließend auch nochmal korrigieren, wo man verdichten muss, beziehungsweise aufhellen muss und verdunkeln kann. Das ist, finde ich, immer eine ganz gute Kontrolle, wenn man so die ganze Zeit am Stück hintereinander wegmalt. Ja, und schlussendlich bekommt das Bild noch einen Rahmen. Also mit einem Passepartout sieht das Ganze schon wieder immer ganz anders aus. Da habt ihr dann schon ein richtiges kleines Kunstwerk fertig. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmalen.